Okay, dann neues Spiel und wir haben 6 spielbare Länder und wie es scheint Spanien und Italien. Australien ist endlich dabei. Und Spanien und Italien sind anscheinend am Kommen demnächst. Australien. War bisher nicht spielbar, seit ich das letzte Mal reingeguckt habe. Alle anderen schon. Ich finde Australien total spannend. Und ich meine mich zu erinnern, dass du gesagt hattest, du würdest Australien gern mal spielen wegen der Wahl. Es gibt ja eine Wahlpflicht in Australien. Ja, genau. Es gibt eine Wahlpflicht. Alleine nur, weil du gesagt hast, dass es da eine Wahlpflicht gibt. Ich wusste das vorher nicht. Also deswegen fänd ich es total spannend, mir Australien vorzuknöpfen. Und tja, wir können ja mal eine Umfrage machen. Ich glaube, ich kann nur 5 Antwortmöglichkeiten geben. Ja, dann lass uns Deutschland doch einfach mal rausnehmen. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Alles klar. Also, USA, UK, Frankreich, Kanada. Achso, in Deutsch wird es mit K geschrieben, ne? Kanada oder Australien. Und ich gebe euch 2 Minuten. Umfrage beginnen. So, ich habe eine Umfrage gestartet. Nehmt total gerne an dieser Umfrage teil und lasst mal ein Stimmungsbild da, welches Land ihr gerne gespielt haben wollt in Democracy 4. Wir verstehen es auch mit C und D. Ja, okay. Ja, ne, das kann man ja mal schnell machen. Wir sind ja hier unter uns, da kann man das mal ganz, kann man jetzt ja schnell auch mal eintippen. Also ich bin gespannt. Ich weiß auch noch nicht, ob wir dann, also wir gucken einfach mal, wie es wird. Ob wir das nächste Woche Dienstag weitermachen. Wir machen erstmal heute Abend weiter und Romy und ich sprechen dann danach, ob wir das vielleicht Dienstag weitermachen, ob ich in der Zwischenzeit, keine Ahnung, ob ich die Zeit habe, aber man könnte ja gucken, ob ich nicht vielleicht wieder ein Timelapse davon mache, wie ich das am Ende von Deutschland auf schwer schon gemacht habe, wie sich Sachen entwickeln, also das könnte ich mir vorstellen, weiß ich nicht, wie das mit meinem Umzug kollidieren würde. Oh, und es gibt wieder Kanalpunkte von Belana. Prost, ein Stückchen Wasser. Ich habe übrigens gerade mal parallel geschaut, wieso es eigentlich in Australien eine Wahlpflicht gibt. Aha. Und weil es schnell gehen musste, habe ich jetzt kein wissenschaftliches Paper parat, sondern nehme ganz simpel den Wikipedia-Artikel. Und zwar geht laut Wikipedia die Einführung der Wahlpflicht auf die hohe Zahl an Gefallenen während des Ersten Weltkrieges zurück. Also 60.000 Leute, Menschen, Australier sind dort gefallen. Mhm. Und die Idee war zu sagen, die Freiheit, die Australien dann hatte, ist so hart erkämpft mit 60.000 Leben, dass alle Australier die Pflicht haben müssen, dementsprechend Ehre zu zollen und Respekt zu zollen, indem sie auch zur Wahl gehen. Weil natürlich Wahlen entscheiden ja über Regierungen und damit über die Art und Weise, wie Außenpolitik geführt wird, wie über Krieg und Frieden entschieden wird. Insofern kann ich das nachvollziehen. Sehr, sehr spannend. Ja, und die Umfrage war auch 3 Stimmen für Australien. Für kein anderes Land gab es eine weitere Stimme. Also werden wir Australien machen. Sehr gut. Ich habe auch von Australien wirklich nicht viel Ahnung. Ja, ich auch noch nicht. Das Commonwealth Australien ist eine föderale parlamentarische konstitutionelle Monarchie. Es besteht aus dem Festland Australien, dem Kontinent, Tasmanien und vielen kleinen Inseln.
Die frühere britische Kolonie wurde zuerst eine Demokratie in 1901. In 1902 haben Frauen das Wahlrecht auf Bundesebene bekommen. Das verpflichtende Wahlrecht wurde eingeführt 1924. Mhm. In 1962 wurden die Wahlrechte ausgeweitet und beinhalten nun alle Aborigines. Okay. Krass. Population 25 Millionen. Echt? So wenig. Ich hätte echt mehr getippt. Aber da sieht man mal, ich hatte in Erdkunde... Naja. Anscheinend hätte ich in Erdkunde besser aufpassen sollen. Beziehungsweise da haben wir uns mit Australien, glaube ich, kaum beschäftigt. Das ist wahnsinnig groß. 7 Millionen Quadratkilometer. Religion, keine Konfession, katholisch, 22. Angelikal, ach so, die englische Kirche, 13%. Andere Christentümer, 16%. Islam, 2,6%. Ja, dann schwingen wir uns mal rein, würde ich sagen. Ich würde ganz kurz, bevor wir loslegen, ja, noch so ein bisschen was entpacken. Und zwar finde ich es ganz schön, immer wenn so bezeichnet werden, wie so ein Staat ist. Und in dem Fall ist es eine föderale, parlamentarische, konstitutionelle Monarchie. Mhm. Und föderal heißt erstmal nichts anderes, als es gibt Bundesstaaten. Ich müsste noch mal gucken, wie viele es sind. Aber irgendwas 5, 6, glaube ich. Ich gucke noch mal. Auf jeden Fall, es gibt einzelne Bundesstaaten. Dann ist es ein parlamentarisches System. Das heißt, das Parlament ist das Hauptentscheidungsgremium und damit auch eine Regierung, die aus dem Parlament gewählt wird. Und dann ist es noch eine konstitutionelle Monarchie, weil, um Horstie aus Dr. House zu zitieren, beziehungsweise Dr. House zu zitieren, die Australier haben die Queen auf dem Geldschein. Und so hat man dann drei Sachen einfach miteinander wunderbar verbunden. Also es ist ein Bundesstaat, die haben dort ganz viel Entscheidungsbefugnis, wie es auch bei uns ist. Mhm. Es ist eine parlamentarische Demokratie, ist parlamentarisch organisiert und es ist eine konstitutionelle Monarchie. Es gibt ja nur die Wahl, ist es eine Republik oder eine Monarchie? Ja. Sehr spannend. Ach genau, und Australien, die Australier waren, glaube ich, die Ersten, die das Frauenwahlrecht eingeführt haben. Okay, 1902. Ich meine, die Australier nicht so lange, waren ja, da. Krass. Nee, ich glaube, in der Schweiz war es 76 oder so. Ja. Insofern waren die Australier da schon so ein bisschen voran. Die Australier. Ja, dann gucken wir mal, was wir hier machen können. So, drei Parteien, verpflichtende Wahl. Wie nennen wir uns denn mal? Kehren wir zurück zu den Romians? Ich bin ja immer noch dabei, was Inklusiveres zu haben. Okay. Letztes Mal hatten wir, glaube ich, die Science Party. Wir können auch die Civil Rights League, die Dominion. Ist, glaube ich, gerade ein bisschen schwierig, oder? Ja. Ich hätte jetzt gesagt, Tuesday Policies. ja. Tuesday Politics. Ja, machen wir mal. Tuesday Party? Tuesday Party. Die Tuesday Party. Ja, und oh, wir können unsere Farbe auswählen. Ja, hallo. Mensch, das wird ja mal besser. Ja. Was ist deine Lieblingsfarbe, Romy? Ich hätte gern einen Blauton. Einen Blauton? Ich mag Blau. Sowas hier, so ein knalliges Blau oder hier eher so ein Petrol, würde ich fast sagen? Ich glaube eher so ein Petrol, dass sich das so ein bisschen abhebt von aktuellen Parteien, die wir so kennen. Ich verstehe, was du meinst, ja.
So, ne? Ist jetzt eher türkis, aber ist auch voll gut. Echt? Total schön. Ja, aber ich finde es trotzdem gut. Okay, dann ich mach mal einfach die Augen zu. The No Going Back Party. Das ist doch schön. Da wollen wir mal, ich würde sagen, also wir haben jetzt hier sowas, dann Farben kommen wir gleich zu. Und die zweite. The Natural Law Party. So, und da wir hier so eine Farbe haben, hätte ich jetzt, würde ich vorschlagen, wir machen mal. Nee. Genau. Einmal gelb. Und einmal Magenta. Okay. Dann sind wir nämlich hier beim subtraktiven Farbsystem. Das hier ist fast sowas wie Cyan, Gelb und Magenta. Damit macht man auch Farbdruck. Und die kann man gut voneinander unterscheiden. Nicht, dass wir irgendwie Probleme damit hätten in diesem Spiel, aber so. Schwierigkeit ist jetzt die Frage. Naja, also wir müssen jetzt nicht direkt wieder auf 200% gehen. Ich muss die Niederlage noch verdauen und verarbeiten. Hm. Übrigens bin ich sehr, weil ich das gerade im Chat sehe, Männer und Farben mit Zwinker-Smiley. Ich bin sehr, sehr bewusst, was Farben angeht. Das liegt einfach daran, dass ich Fluoreszenzspektroskopiker bin. Ich mag Farben sehr. Ich habe nur manchmal Schwierigkeiten, wie man welche nennt. Ich komme besser klar mit Wellenlängenbezeichnungen für Farben. Das hier ist so 450 Nanometer. Aber lassen wir das. Ja, Schwierigkeit dann vielleicht einfach mal so ein entspanntes 133. entspannt wäre 125. Okay. Machen wir ein entspanntes 125. Danke. Okay. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Wahlsieg. Willkommen in deinem neuen Job als Premierminister. Die Leben aller 25.498.000 Bürger sind nun in deinen Händen. Wie du dir vorstellen kannst, gibt es eine große Anzahl an Situationen und Besorgnissen, mit denen du klarkommen musst, und zwar so schnell es geht. Während du ein Auge auf die langfristige Entwicklung der Lebensqualität deiner Bürger hast. Zusätzlich vergiss nicht, dass du eine Wiederwahl in 3 Jahren zu meistern hat. Also musst du dir die Meinungsumfragen und die Mitgliedszahlen deiner Partei ansehen. Viel Glück. In der aktuellen Wahl hat deine Partei mit einer Mehrheit von 10% gewonnen. Das gibt dir einiges an politischer Kraft, um deine Politiken zu implementieren. Begin Term of Office. Okay, wir haben direkt mal einige Problemchen hier. Unsere Popularität ist auch richtig im Keller. Oh, krass. Okay, ja. spannend. Wollen wir uns unsere Probleme angucken, vor denen wir stehen? Sehr gern. Also fangen wir hier an. Also müssen wir ja. Ja, wir müssen uns die Probleme angucken. Wir haben die nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft. Yes. Relativ hoch. Ja. Relativ hoch. Dann haben wir
Proteste bezüglich auf die Umwelt bezogen. Wir haben Verschmutzung, Luftverschmutzung, ziemlich hoch. Dann Fettleibigkeit, nahezu am Anschlag. Wir haben eine Asthma-Epidemie. Wir haben Doctor-Strikes, also streikende Ärzte. Wir haben organisiertes Verbrechen. Und wir haben einen Bahnstreik am Start. Und wir haben Schulden. Also Schulden 500 Billionen, nee. Billion ist Milliarden, oder? Milliarden, genau. 500 Milliarden und ein Defizit von 14 Milliarden. Ausgaben, da sind hier haben wir sogar ein Problem, wird gehighlightet. Das ist auch neu. Und unser Einkommen ist Government Borrowing ist nur das dritte. Wo sind denn hier die Zinsen? Debt Interest, okay. Da sind wir 3%. Aber wir müssen uns quasi direkt auch um die Schulden kümmern. Aber im Moment ist es noch nicht ein riesiges Problem. Ich bin, was das angeht, jetzt total paranoid nach unserem Erlebnis Deutschland auf schwer. Na, was wir machen könnten, wäre, dass wir uns überlegen, wie viel Prozent die Zinsen von unserem Haushalt umfassen sollten. Dass wir da immer so einen Wert haben, dass wir da einfach jede Runde drauf gucken und sagen, okay, das ist jetzt irgendwie zu hoch und oder nicht. Wir bauen quasi eine Schuldenbremse ein, sagst du. Richtig. Ja. Also bei wie viel Prozent, wir müssen uns entscheiden, bei wie viel Prozent wir sagen, ab jetzt müssen wir wieder ein bisschen mehr auf die Bremse treten. Also das würde ich dann festmachen am Ausgaben, an den Zinsen, die wir bezahlen? Also das ist ja dann immer, wie viel Prozent des Gesamthaushaltes oder der Gesamtausgaben. Eigentlich wäre es spannender rauszufinden, wie das dann im Verhältnis unserer Einnahmen gestaffelt ist. Aber zumindest, damit wir irgendeinen Indikator haben, bei dem wir sagen können, okay, wir müssen uns das jetzt mal angucken. Ja. Damit es nicht wieder irgendwie, keine Ahnung, 60% werden. Ja, ich verstehe. Ja, dann würde ich doch mal sagen, dann lass uns vorsichtig rangehen. Wenn wir gucken mal, dass wir, wenn wir auf 5% sind, dann müssen wir was, dann ist quasi wieder Vorlage. Ja. Dann haben wir nur zwei, also weiß ich nicht, das könnte schon auch eine Menge Holz sein, aber bis wir hier auf 5% sind, machen wir uns erstmal um Geld keine Sorgen. Ja. Also, ich würde auch gern noch wissen, was diese andere Ausgabe, Oil Subsidies Geschichte war. Ob dafür irgendwie. Oil Drilling irgendwie, Subsidies. Das heißt, es wird nach Öl gebohrt und wir unterstützen das mit staatlichen Subventionen. Ja. Okay, das ist verdammt teuer. Oh ja. Vielleicht sollten wir, also. Wir haben ja auch mehrere Umweltprobleme und ich vermute, wenn wir Australien spielen, werden wir irgendwann ein riesengroßes Feuer haben, wo wahrscheinlich ein frühzeitiges Einlenken Richtung Umweltschutz auch eine gute Idee sein könnte. Ja. Und wenn das hier so teuer ist, könnten wir ja überlegen, an welchen Stellen wir quasi investieren können, damit wir hier runtergehen können. Um vom Öl unabhängiger zu werden. Ja, ich hätte jetzt gesagt, wenn wir jetzt hier reingehen und
sagen, okay, was könnten wir hier machen? Im Prinzip ist es so, es gibt uns Bruttoinlandsprodukt nur 1,7% für fast 10 Milliarden, ist echt ein bisschen doll. Es gibt natürlich Oil Supply und dann hätte ich jetzt gesagt, und ein bisschen Kick für die Energy Industry, aber die werden das verkraften. Dann würde ich jetzt, also wir brauchen, um es, ich würde jetzt hier tatsächlich krass reingehen, wir brauchen 5, um es abzuschaffen. Und wenn wir hier was verändern, lower, wir können dann ein bisschen dran rumstellen, aber ich hätte jetzt gesagt, das ist etwas, was wir nicht mehr machen wollen. Und dann würde ich direkt einmal auf Oil Supply gehen. Oh, Australian Geography. Okay. Da können wir. Kannst nicht, du da irgendwas. Da kann ich nicht drauf. Achso, das führt uns wieder zurück. Da kann ich nichts draufkriegen. Aber ja, wo Australien liegt, sorgt dafür, dass der Oil Supply hoch ist. Mein Instinkt wäre, würde jetzt eher in die Richtung gehen, zu sagen, lass uns das mal noch nicht anfassen und direkt in die Kürzung gehen, sondern lass uns eher sagen, quasi als politisches Programm, wir wollen unabhängiger vom Öl werden. Was können wir dafür tun? Ja, genau. Genau dem bin ich gefolgt. Ich bin jetzt direkt einmal, ohne dass ich es gesagt habe, auf Oil Demand gegangen. Ja, gut. Um zu gucken, wo können wir hier was drehen? Da wären wir. Na, man könnte schon viel machen mit der Energieeffizienz, glaube ich. Das wären noch ein paar andere Nebeneffekte in anderen Bereichen. Mhm. Möglicherweise auch Clean Energy Subsidies. Dann würden wir perspektivisch ein paar von den Ausgaben für die Ölförderung eher dort reingeben. Pass auf, gefällt mir. Und ich hätte jetzt noch eine ganz andere Variante. Okay. Clean Energy Subsidies würde ich tatsächlich auch hochsetzen. Mhm. Und Raise kostet uns so gut wie nix. Und da würde ich mal, Moment, revert. Wir sind bei 520 Millionen. Mhm. Und da würde ich halt an den Anschlag gehen. Für okay. Ein politisches Kapital. Was dazu führt, dass unser. Dass wir der Öl. Demand, also. Verlangen danach. 7% niedriger machen. Mhm. Und zwar in 4 Runden. So. Und jetzt pass auf. Rail Usage gleichzeitig. Hochdrehen und da haben wir die State Rail Company, weswegen es einen Rail Strike gibt. Und da wäre jetzt weil wir direkt hier Handhabe haben quasi, hätte ich jetzt vorgeschlagen, wir ziehen hier hoch, Moment, wir sind auf 2,9, ich sag jetzt mal auf, ja so hier an die Grenze. Um ein paar Milliarden und wir schaffen die Ölbohrungen ab und wir haben Netto Plus. Mm. Ja, die paar Milliarden sind schon viele. Ich meine, wir sind jetzt gerade von 2,9 auf 5,4 gegangen. Ja, aber wir haben den Rail Strike und wenn der möglichst bald wegfällt, können wir halt hier austarieren und runtergehen. Aber an der Stelle hätte ich jetzt gesagt, lieber hier ein klein wenig übersteuern und dann nachher rumregulieren, als dass es hier bei der Bahn nicht ganz reicht, um den Railstrike zu beenden. Waren wir eine. Du bist quasi zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Genau. Ich möchte die Ölbohrungen das Abschaffen der Ölbohrungen so gestalten, dass wir keinen Negativeffekt der niedrigen Ölversorgung haben auf den Schlag und gleichzeitig den Railstrike loswerden und trotzdem noch Geld übrig haben, sodass wir bei Transport nochmal gucken könnten, wo wir noch mehr
All Demand runterziehen können. Ja. Ist um drei. Also aber ich rechne übrigens gerade mit. Das sieht bei mir gerade so aus, dass ich die politische Botschaft unabhängiger werden und was uns das momentan kostet. Und dann gerade alle Einzelvorschläge mit den Höhen, dann, um das so ein bisschen im Überblick zu halten. Ja, zwei Fliegen mit einer Klappe ergibt total Sinn. Das freut mich. Dann machen wir, also ich weiß, das ist relativ viel. Aber ich würde hier eher dazu tendieren, dass wir hier ein bisschen runterregulieren wieder, wenn wir den Railstrike los sind, als dass wir hier zu wenig reingehen. Ja. So, dann mache ich das jetzt mal. Okay. Und dann würde ich jetzt tatsächlich das, was wir gefunden haben, Ausgaben, Oil Drilling Subsidies, abschaffen. Ich würde es nicht komplett abschaffen. Lass uns das mal langsam machen. Weil da ja auch Leute arbeiten in dieser Industrie. Und wenn die dann alle arbeitslos werden, ist das auch blöd. Insofern würde ich es nicht komplett abschaffen, sondern würde hier um 3 Milliarden runtergehen. Moment, wo waren wir? 9,9. 6,9. Ich glaube, ich hätte jetzt gesagt, lass uns dann wenigstens hier an die Grenze gehen. Das ist noch nicht mal die Hälfte und können wir auch machen. Oil Supply dann, reduzieren wir um 2, aber wir haben den Demand um 7 reduziert. Ich meine, du hast recht mit den Arbeitsplätzen, aber auch die Geschichte bei der Bahn hat Arbeitsplätze geschaffen. Mir geht es nur darum, dass wir es nicht komplett abschaffen. Ich kann auch mit dieser 5 Milliarden Variante total gut leben. Wir brauchen das Geld sicher für andere Dinge. Also wir haben auch noch im Krankenhaussektor genug zu tun. Ja. Okay, wir haben noch 6 politisches Kapital. Das war jetzt mein Schlag gegen so Öl, Umwelt und Rail-Strikes miteinander vermuschelt. Mhm. Wir könnten jetzt nochmal auf Transport gucken, ob wir da noch was in Richtung Oil-Demand machen oder ob wir gucken, dass wir ein, zwei Sachen machen bezüglich den beiden Dingern, die hier blinken. Wobei das bei Fettleibigkeit wahrscheinlich einfacher wäre. Ich wollte noch einmal noch mal kurz zurückfragen. Haben wir jetzt diese Clean Energy Subsidies eingeführt? Ja, ne? Die sind eingeführt und wir haben wo waren sie denn? Bei 5,2 und die wollten wir hochsetzen auf 1. Ich weiß nur nicht, ob wir es schon gemacht haben. Wo, sie sind auf wo? Der anderen. Ach so. Rechts. Das irgendwie fünfte von. Ja, genau da. Ah, die haben wir schon hochgesetzt. Ja. Okay. Super, danke. Die hatten wir, genau, ja, die haben wir voll aufgedreht. Okay, dann haben wir von den Einsparungen, die wir jetzt gerade haben, irgendwie noch eine knappe Milliarde, die wir investieren könnten. Ja. Wo rein? Wollen wir bei neue Politiken gucken? Du hast gemeint, dass Fettleibigkeit wäre wahrscheinlich das Einfachste, ne? Ja. Weil ich sehe hier zum Beispiel, wir haben verpflichtendes Food Labeling. Ist auf so einem Mittelding. Das ist also schon eingeführt, aber es gibt halt irgendwie sowas wie Healthy Eating Campaign, habe ich so im Hinterkopf. Welfare. Nee. Ich guck mal gerade. Healthy. Haben wir die schon eingeführt? Healthy Eating Campaign. Ach, die ist bei Public Services. Ich benutze das Suchfeld. Yeah, Healthy Eating Campaign.
tut direkt was gegen Obesity und ist gut für Health und Plant-Based Diets. Kostet relativ wenig, dauert nur zwei. Finde ich gut. Zwei Dings, okay. Und da würde ich auch sagen, weil es so wenig ist, volle Möhre rein. Es macht aber, naja, minus 7% knapp. Okay. Haben wir noch 4? Verpflichtender Schulsport fällt mir da noch ein. Oh ja. Also, das war nicht Welfare, das ist Public Services. Das war's. Cool, nee. Sport. Nee, ich glaube, wir haben das schon eingeführt. Verpflichtender Schulsport. Hier. Verpflichtender Schulsport. Das können wir auch hochziehen. Ja, macht wenig. Da, es tut noch ein bisschen was für Obesity und Health. Kostet nur einen. So. 3. Tja, dann hätte ich gesagt, ballern wir das raus, was wir noch haben. Und zwar, nee, nicht Public Services, Welfare. Tobacco Awareness Campaign. Ja. Und dann tatsächlich auch 50 Millionen auf voller Lotte. Wir haben das Asthma-Problem. Ja. Okay, dann haben wir jetzt knappe 100 Millionen ausgegeben für Sachen, die zur Reduzierung von Fettleibigkeit bzw. Gesundheitsförderung dienen. Genau. Und dann sind wir am Ende von unserem politischen Kapital. Ich muss mal gerade auch einen Schluck Wasser nehmen. Und ich musste sowieso, weil es wurden Kanalpunkte ausgegeben. Dann mache ich das doch direkt mal. Prost. Und Prost. Okay. Ja, dann auf in die nächste Runde. Ich bin gespannt.